Hallo allerseits. Während im Hambacher Wald heute noch zwischen 10 und 35 Hundertschaften Bereitschaftspolizei im Dienste des Brandschutzes natürlich friedliche Baumhausbewohnerinnen räumen, trifft sich heute in Berlin die 31-köpfige Kohlekommission oder auch Kommission für Wachstum, Strukturen und Beschäftigung, eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission, deren Aufgabe es ist, ein Enddatum für die Verstromung von Braunkohle hier festzulegen. Dazu noch ein kurzer Erinnerer. Viele Leute denken ja, dass wir Öko, also sagen wir mal Ökostrom-Weltmeister sind. Tatsächlich sind wir Braunkohle-Weltmeister. Wir verbrennen mehr vom dreckigsten aller fossilen Brennstoffe als jedes andere Land auf der Welt. So, in der Debatte um diese Kohlekommission passiert gerade eine merkwürdige, ich sag mal, ethische Prinzipienverschiebung, die ich ganz kurz thematisieren möchte. Ich habe heute drei Aussagen gehört. Eins von Michael Vassiliadis, der Chef der Bergarbeitergewerkschaft BCE. Zweitens Dietmar Woidke, Brandenburger Ministerpräsident. Drittens Peter Altmaier, Bundeswirtschaftsminister, die alle drei gesagt haben, liebe Leute, der Plan der Kohlekommission ist, zuerst diskutieren wir die Arbeitsplätze und den Strukturwandel und erst dann den Klimaschutz. Und als ich das heute Morgen im Deutschlandradio gehört habe, was Michael Vassiliadis sagte, hier, es geht zuerst um die Arbeitsplätze und dann erst um den Klimaschutz, da fiel mir ein, was George Herbert Walker Bush, also Bush Senior, der Ältere, 1992 beim berühmten Erdgipfel in Rio gesagt hat. Der sagte nämlich, der amerikanische Lebensstandard ist nicht verhandelbar. Und dann fiel mir heute Morgen auf, eigentlich sagen wir genau dasselbe. Wir sagen nämlich, unsere Arbeitsplätze, unsere guten, gut geschützten deutschen Industriearbeitsplätze sind nicht verhandelbar. Wir wollen, dass die über der Stabilität des Weltklimas stehen, dass die über der globalen Klimagerechtigkeit stehen. Das heißt im Endeffekt, dass das Wohl und Wehe von Menschen, die in der Lausitz möglicherweise ihren Arbeitsplatz verlieren, darüber über das Wohl und Wehe der Menschen gestellt wird, die gerade in den USA, in den Philippinen, in China durch die Hurricanes, die vom Klimawandel angetrieben werden, ihr Leben verlieren. Und da wollte ich einfach nochmal sagen, liebe Leute, wir gucken immer auf die Amerikanerinnen und Amerikaner herab und sagen, das sind solche Ökoschweine, die haben den Trump gewählt. Wir müssen uns mal selbst in die eigene Nase fassen. Im Grunde ist unsere Debatte über den Klimaschutz und die Klimagerechtigkeit genauso verlogen, genauso standortnationalistisch und im Endeffekt auch rassistisch, wie sie die US-Debatte ist. Wer sagt, deutsche Industriearbeitsplätze stehen über der globalen Klimagerechtigkeit, der hat noch nicht verstanden, dass in einer globalisierten Welt auch die Gerechtigkeit global ist. Vielen Dank.